So, wir legen los. Hallo an alle. Schön, dass Sie alle da sind. Die Zahlen steigen noch. Wir haben 167, 163 Teilnehmer. Guten Tag an alle. Guten Morgen an alle. Sie sind hier bei der LAV-Webkonferenz Brasilien und Argentinien mit der tollen Frage, Should I stay or should I go? Schön, dass Sie sich so rege beteiligen und Interesse zeigen. Es geht um die Frage, wie stelle ich mein Unternehmen am besten auf in Krisenzeiten? Genau. Orlando, ich übergebe dir das Wort, Geschäftsführer vom Lateinamerika-Verein in Hamburg. Ja, guten Tag an alle. Freue mich sehr auf die Resonanz dieses Webinars. Ich glaube, für dieses Jahr ist unser Rekord an Teilnehmern und das zeigt, wie interessant natürlich die Lage von Brasilien und Argentinien ist und wie wichtig für Unternehmer die richtige Einschätzung zu haben. Vielen Dank an Rödl und Partner für die Partnerschaft in diesem Webinar. Freut uns sehr, mit Ihnen zusammen das zu machen. Brasilien und Argentinien sind, wie alle wissen, bedeutende Handelspartner von Deutschland. Wir sehen die Lage mit Sorge ein bisschen von hier aus, von Deutschland. Wir arbeiten als Lateinamerika-Verein im Moment sehr stark für das Abkommen Mercosur mit der Europäischen Union, was natürlich im Moment einige Probleme aufweist und viel, viel Unterstützung braucht. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir uns mit Vertretern vor Ort informieren, wie ist die Lage und was kann man denn machen. Aber wir sind nicht hier, um mich zu hören, sondern direkt die Panelisten. Ich bedanke mich bei allen herzlich, dass Sie die Zeit hatten, hier mit teilzunehmen und uns mit der Information zu versorgen. Ich wünsche allen viel Spaß und eine sehr interessante Diskussionsrunde. Bitte auch Fragen schreiben. Wir werden, soweit es geht, darauf Bezug nehmen. Okay, vielen Dank an alle und Bettina, du übernimmst weiter. Sehr schön, danke Orlando. Ein Gruß aus Hamburg an alle Teilnehmer, Teilnehmer aus Brasilien, Argentinien, Deutschland, ganz viele unterschiedliche Städte, auch aus Bogotá, Peru sind Teilnehmer zugeschaltet. Sehr tolle Unternehmen, viele LAV-Firmenmitglieder, sowohl auch die hier Vortragenden, was ich auch ganz toll finde und mich bedanke. Diese Idee von der Webkonferenz ist auch sozusagen entstanden in einem Gespräch mit Martin Duisberg von der DZ Bank, der eigentlich jetzt im Mai kurz in Stuttgart sein wollte persönlich. Das ist durch die Krise nicht gekommen, aber wir haben unseren Kreis erwartet. Rödel mit Philipp Klose Moredo kam ja auch dazu. Genau, und da, bevor ich dir das Wort nochmal übergebe, ein bisschen Housekeeping. Die Teilnehmer sind alle stumm geschaltet. Das ist so gewollt von uns. Sie dürfen gerne alle Fragen stellen unter der Funktion Fragen oder Chat. Die werden dann im Laufe der Veranstaltung übernommen. Und auch noch so, diese Webkonferenz wird aufgezeichnet. Sie wird aufgezeichnet und Sie bekommen diese Aufzeichnung und auch die PowerPoint im Nachgang dann zur Verfügung gestellt. Das ist ein wichtiger Hinweis. Bitte haben Sie das im Kopf. Im Nachgang, falls wir nicht Zeit haben für alle Fragen, weil das soll hier 60 Minuten lang gehen, werden auch Fragen noch getrennt beantwortet von uns nach bestem Wissen und Gewissen. Und genau, was habe ich noch vergessen? Ja, ich übergebe am besten Philipp, dir. Philipp ist Rödel und Partner, sitzt direkt in São Paulo, also ganz frische Informationen vor Ort, am Puls der Zeit. Er ist Managing Partner von Rödel Südamerika. Rödel ist in Brasilien vertreten, an drei eigenen Büros, in drei unterschiedlichen Städten in Brasilien mit bis zu 100 Mitarbeitern, also eine ganz interessante Struktur. Und was hört man so? Und Philipp, was denkst du? Prima, ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung an vom LAV hier, dem Herrn Baquero und Bettina, ja, und für die tolle Organisation. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite an alle. Ja, wir sind mittlerweile bei 233 Teilnehmern. Das ist, glaube ich, für so eine Nischenveranstaltung eine hervorragende Beteiligung. Da freuen wir uns drüber. Wir sind ja als größte Prüfungs- und Beratungsgesellschaft immer angehalten, Trends, ja, für unsere Mandanten frühzeitig zu erkennen und zu antizipieren, ja, um entsprechend auch unsere Mandanten vor größerem Schaden jetzt auch zu bewahren.
Und mir ist wichtig, jetzt mal zur Einleitung zu differenzieren zwischen, ich sag mal, Covid als Anlass und nicht als Grund für das, was eigentlich danach kommt. Ich habe das jetzt ein bisschen hier karikativ hier gezeigt. Ja, ich hoffe, das kann jeder sehen. Die große Welle, die nach Covid kommt, die sozusagen hier symbolisiert die Weltwirtschaftskrise, die nicht von Covid begründet, sondern veranlasst ist, wohlgemerkt. Die Gründe dafür, da komme ich noch in meinem Vortrag zu, sind viel struktureller, viel tiefer liegend. Und wir sind ja hier, wir sind ja in Argentinien und Brasilien vertreten. Wir sind hier sozusagen in der dritten Welle. Ja, Covid war ja drei Phasen, Asien, Europa und dann jetzt im Wesentlichen die Amerikas-Region, ja, mit Argentinien und Brasilien, so ein bisschen da im südlichen Bereich. Und natürlich sprichwörtlich, sinnbildlich, kommt jetzt diese Welle, die dahinter Covid jetzt mit voller Wucht rüber geschwappt und bringt uns dann zu der Fragestellung unseres Vortrages heute. Ne? Should I stay oder should I go? Ich habe noch ein Bild mitgebracht hier zum Einleitung, was auch Brasilien und Argentinien ganz gut verbindet. Die Bilder sprechen für sich. Ja? Ich weiß nicht, wer die US-Serie, Satire, House of Cards kennt. Ich sage immer, das ist ein Walt Disney-Zeichentrickfilm dagegen, was hier in Südamerika passiert. Ja, es ist also wirklich ein Politiktheater, was man allerdings filtern muss. Ja, man muss völlig aufpassen. Es kommt ja auch wirklich zum Teil ungefiltert in Europa an. Ich habe ein Bild jetzt hier, der dank Martin Duisberg hat es rausgesucht für uns. Ja, mit drin hier unten links sehen Sie Elefanten im Amazonas. Was so ein bisschen zeigen soll, dass man nicht alles, was man da in Europa über Südamerika liest, für bare Münze nehmen darf und glauben darf, sondern muss eigentlich auch immer das machen, was das LAV wunderbar macht, mit den Kontakt zu den lokalen Kontakten hier im Land suchen, die dann solche Hintergründe aufklären können. Konkret will ich nicht so viel vorwegraufen. Argentinien, die rechte Seite, die Kirchner-Gruppe dort, die Sie sehen, da wird der Martin Jepsen drauf eingehen, ja, was das für konkrete Konsequenzen für die Unternehmer hat. Aber vielleicht nur vorab, und der Martin Duisberg wird hier natürlich als erfahrener AHK-Präsidiumsmitglied auch nochmal drauf eingehen, ja, dass konkret natürlich diese ganzen Politikkrisen, die hier in Südamerika sind, konkret Auswirkungen haben. Ganz konkretes Beispiel, links oben sehen Sie im Prinzip die Präsentation des derzeitigen Präsidenten, wo er dann erklären musste, dass sein ist auch sehr bekannter, von Lava Jato bekannter Minister ausgetreten ist. Und dann ist der Wechselkurs prompt über die Schallmauer von 1:6 aus deutscher Sicht gesprungen. Ja. Und das sind natürlich Dinge, die muss man verstehen als Hintergrund, um entsprechend dann frühzeitig gegenzusteuern. Ja. Genau, also das ist im Prinzip so ein bisschen die Einleitung. Dann würde ich sagen, vielleicht noch ein Wort zum aktuellen Politik Theater hier in Brasilien. Es gibt jetzt einen Machtkampf zwischen dem Präsidenten und seinen Unterstützern gegen im Prinzip Vizepräsidenten, diesen Sergio Moro, den ich schon genannt habe, und im Wesentlichen auch den Gouverneuren. Da ist João Doria in São Paulo mit Sicherheit der mächtigste, der in der Bildmitte hier gemeinsam mit Moro über einer Lidl-Veranstaltung zu sehen ist. Und kurzum geht es im Wesentlichen vordergründig darum, Gesundheitsmanagement, Risikomanagement versus sozioökonomisches Risikomanagement. Und im Hintergrund geht es eigentlich im Machtkampf, wer wird der nächste Präsident? So muss man es eigentlich sagen. Ja. Und noch letzte Sache, wie Dinge in Brasilien leider immer auch für Eigeninteressen genutzt werden. In dem kleinen Stadt auf dem Land, wo ich lebe zum Beispiel, musste ich heute mit Maske im Auto fahren, weil das die Regel dort ist. Ja, das macht natürlich wenig Sinn, also in Sachen von Gesundheitsvorsorge. Ja, man muss halt, wird kontrolliert von der Polizei, sonst muss man halt mit Strafzetteln rechnen. Und da geht es darum, die Kassen einiger Städte aufzubessern, ja, mit Strafzetteln. Also das ist wirklich, die Hintergründe muss man kennen. Also wie gesagt, sprechen Sie mit Leuten aus dem Land. Und das ist, denke ich, der schöne Steilvorlage jetzt, wo wir hier dann loslegen können. Letzter Hinweis zur Technik. Ich bin extra in die Hauptniederlassung gefahren, weil wir sind hier Primetime, wir sind hier Rush-Hour-Internet, ja, und natürlich alles Netze mittlerweile überlastet, weil die ganze Welt es nutzt. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Bislang ist es glatt gelaufen. Nochmal Fragen oder irgendwelche Probleme im Internetbereich bitte in den Chat stellen, in die Preguntas, in die Fragen, in die Questions, und dann werden wir reagieren. Ja, wir haben hier mein IT-Team auch und kümmern uns dann. Also in dem Sinne, legen wir los. Bettina, Steilvorlage an dich, dass du als Moderatorin übernehmen kannst. Vielen Dank. Super. Danke, Philipp. Ganz toll.
Martin Duisburg, der Z-Bank, du bist dran. Hallo, wir sehen dich perfekt, ich hoffe alle anderen auch. Die Kameras von den anderen Teilnehmern sind nicht an. Wir versuchen sozusagen das Datenvolumen stabil zu halten. Nicht wahr, Martin? Lang bekannter, du lebst fast dein ganzes Leben lang in Brasilien und bist jetzt auch dort vor Ort. Man sagt, und man hört ja immer wieder, Brasilien oder Lateinamerika im Allgemeinen sind krisenerprobte Länder. Das ist ja schön und gut. Was sind die negativen und positiven Aspekte der jetzigen Situation? Kannst du uns da etwas erzählen, hauptsächlich auch zu den Risiken und auch zu den Perspektiven? Wie wird es 2021? Wagst du überhaupt Prognosen? Ich denke, du bist so jemand, der hat auch immer ein Zwinkern in den Augen und ich glaube, das möchte ich hier auch ein bisschen herauskitzeln. Und wie sieht es ganz konkret für die DZ aus in Brasilien in Bezug zu Finanzierung und Kreditvergabe? Gibt es da mehr oder weniger Anfragen? Habt ihr eure Produkte angepasst, anders gemacht? Geht es mehr um die KMUs oder die Großunternehmen? Wie beobachtest du das? Und natürlich ganz heißes Thema, der Wechselkurs. Ich denke, jeder, der im Import-Export-Geschäft ist und international tätig ist, ist davon betroffen, wenn man international unterwegs ist. Genau. Und mein letzter Kommentar ist natürlich, kann ich mir vielleicht nicht verkneifen, wir hatten das im Vorfeld auch schon mal angesprochen, ist Brasilien das Argentinien von morgen? Martin, du bist dran. Okay, vielen Dank, Bettina, für die Fragen. Ich begrüße alle, die ich kenne und die ich noch nicht kenne. Das können wir nachholen. Ich spreche heute nur für Brasilien, nicht für Lateinamerika. Und zu den positiven Aspekten, wir hatten ja vorher ein bisschen gesprochen, was wir dazu sagen können, hatte ich eigentlich lange gesagt, die habe ich noch nicht gefunden und noch nicht gesehen. Ich muss mich aber korrigieren. Im Gegensatz zu vielen anderen Krisen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren hatten, haben wir dies Jahr eine perfekte IT auf der ganzen Welt und mit einem Internet, das perfekt funktioniert, wie wir das hier sehen, wodurch unheimlich viele Unternehmen eigentlich normal in Anführungsstrichen weiterarbeiten konnten und können. Ich glaube, das ist schon mal für die Wirtschaft ein ganz entscheidender Faktor. Wenn ich hier in Brasilien den Dienstleistungssektor sehe, der fährt praktisch 100% weiter, ohne Unterbrechungen. Die Verwaltungsabteilung, Verkaufsabteilung, Vertriebsabteilung laufen alle weiter. Also das ist zumindest mal der ganz positive Punkt. Und wir müssen uns nachher überlegen, wenn das vorbei ist, ob wir noch so viele Arbeitsplätze für unsere Kollegen zur Verfügung stellen müssen oder ob wir das Homeoffice vielleicht doch institutionalisieren sollten. Das gilt nicht nur für Brasilien, das denke ich mal weltweit. Brasilien, das ist allen bekannt, kämpft gegen die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus. Und wie Philipp auch schon erwähnt hat, gegen die negativen Auswirkungen des Bolsonaro-Virus. Das ist also ein Punkt, der uns viel beschäftigt und viel beschäftigen wird. Und wenn wir auf den heutigen Wechselkurs schauen, ist sicherlich der politische Faktor in Brasilien für mindestens 20% der 50-prozentigen Abwertung des Real in den letzten 4-5 Monaten verantwortlich. Hier kämpfen Bund und Länder gegeneinander, nicht wie wir das in Deutschland gesehen haben, miteinander. Und ganz erschreckend ist eigentlich in Brasilien zusätzlich noch aus gesundheitlichen Gründen, dass schon labile und unterfinanzierte öffentliche Gesundheitswesen steht vor dem Kollaps. Ausnutzung der Krankenhäuser 100%. In Deutschland jeden Tag sieht man inzwischen Bolsonaro und die Auswirkungen der Krise in den Zeitungen und auch das private System, das private Krankensystem, was eigentlich gut finanziert ist, steht in Bezug auf die Behandlung von Coronavirus-Patienten bei 95% Ausnutzung der entsprechenden Intensivstation. Also das ist was uns noch hier ziemlich beschäftigen wird. Die Risiken.
Die Risiken sind auch schon von Philipp am Anfang gezeigt worden, als die große Welle hinter der Corona-Welle kommt. Und hier ist zunächst mal wichtig, dass der bedingungslose Kampf gegen das Virus weiter fortgeführt werden muss, was natürlich zu erheblichen Auswirkungen auf Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und die Ausweitung der sozialen Unterschiede sich auswirken wird. Hunger und soziale Unruhen wurden auch heute in der brasilianischen Presse wieder als mögliche Auswirkungen erwähnt. Prognosen zum Wirtschaftswachstum traue ich mich, weil das ist im Moment ganz einfach. Das ist im Grunde nicht mehr hinterm Komma, sondern da wird nur noch vor dem Komma gesprochen. Und der Markt sieht eigentlich in diesem Jahr, je nach Analyst, eine Reduzierung des GDPs von 6 bis 8% voraus. Und wenn Brasilien sich in Form eines Us wieder erholen könnte, würde, kann man im nächsten Jahr mit einem Wachstum von 2 bis 4% rechnen auf dieser enorm niedrigen Basis. Ich erinnere daran, dass Brasilien vor kurzem 2 Jahre hatte mit jeweils 3,4, 3,6 Minuswachstum. Da sind wir jetzt ganz schnell wieder gelandet, nachdem man 2,5 Jahre versucht hat, das wieder aufzuholen. Für die Inflation, die ja in Brasilien traditionell hoch war, ich erinnere mich noch an Zeiten, da sprachen wir von 80% im Monat, aber das sind ein paar Jahre her, können wir dieses Jahr von 1,5 bis 2% ausgehen und im nächsten Jahr wahrscheinlich irgendwas wieder in Richtung 3 und 3,5% im 2023. Bei einem Basiszinssatz von derzeit 2,75. Wir werden auch bis zum Ende des Jahres wahrscheinlich den Basiszinssatz auf 2 bis 2,5% gesenkt sehen, eventuell sogar noch ein bisschen weniger. Der wird sich im nächsten Jahr und in dem übernächsten Jahr analog Entwicklung der Inflation wieder anpassen. Basiszinssatz ist eine Sache. Die Zinssätze der Banken sind andere Sachen. Also da komme ich gleich nochmal drauf. Zum Wechselkurs. Auch da muss ich eigentlich sagen, wenn ich das wüsste, dann säße ich nicht hier und müsste nicht hier sitzen. Beim Wechselkurs würde ich mal sollten wir uns im Dollar, ich spreche nur vom Dollar, zum Jahresende auf 5,75 bis 5,90 einstellen. Im nächsten Jahr, wenn Brasilien in den Wachstumsmodus zurückkommt, können wir vielleicht mit irgendwas bis zum Jahresende bei 5,50 im Dollar rechnen. Wenn der Euro wird immer über den Dollar berechnet, wenn wir so heute von 1,08 ausgehen, dann rechnen Sie einfach mal 8% obendrauf, um die Vorhersage für den Euro zu haben. DZ-Bank in Brasilien, was machen wir hier? Wir unterstützen natürlich unsere Kundschaft aus den Verbundbanken, aus den Volks- und Raiffeisenbanken hier vor Ort, entweder mit Direktkrediten oder Kreditbesicherungsgarantien. Wir finanzieren weiterhin Warenströme zwischen Brasilien und vornehmlich Deutschland und wir finanzieren weiterhin und ununterbrochen, dass die brasilianischen Banken im Rahmen ihrer Handelsfinanzierungen. Eben habe ich von den Kredit vom Basiszinssatz gesprochen. Die brasilianischen Banken sind bei der Vergabe von Neukrediten derzeit sehr zurückhaltend. Fälligkeiten werden gerollt, teilweise 90, 120 Tage. Neugeschäft ist praktisch nicht gegeben. Und wenn, dann extrem teuer. Also da kennen die Banken, die sind ja auch Krisen erfahren. Und die Banken sind dann eigentlich ganz schnell sehr restriktiv und schauen sich aus der Ferne an, was da kommt. In den Zeitungen, im Internet, in der Werbung sind sie da ein bisschen freundlicher. Aber grundsätzlich muss man sagen, da ist sehr große Zurückhaltung.
Deshalb können wir oder aus meiner Sicht empfehle ich heute, dass die Unternehmen, die in Brasilien aktiv sind, ihre aktuellen Strukturen überprüfen. Überprüfen dahingehend, ob man nicht reduzieren kann. Das ist mit Kosten verbunden, aber da muss man wirklich rechnen und sich anschauen, was machen wir, was erzielen wir wirklich für Erträge in Brasilien, wie wichtig ist das für uns. Viele deutsche Tochterunternehmen in Brasilien sind über die letzten Jahre von Mutterhaus und von Inhaberdarlehen finanziert worden. Da müssen wir von ausgehen, dass die nicht zurückgezahlt werden können, wie sie schon in der Vergangenheit nicht zurückgezahlt werden konnten. Und ich sage mal so, in der Vergangenheit war vielleicht Lateinamerika immer ein Sorgenkind für Tochtergesellschaften, egal ob das Brasilien ist oder andere Länder Lateinamerikas. Dieses Mal haben die Mutterhäuser Sorgenkinder auf der ganzen Welt. Also deshalb in Brasilien schauen, wie weit ist diese Struktur, die ich in Brasilien fahre, notwendig, was können wir da machen. Was ich noch empfehle, dass die ganzen Unternehmen ihre Global Value Chains überprüfen und ihre Supply Chains überprüfen. Da haben wir gesehen, jetzt besonders auf dem Gesundheitssektor, wenn das in irgendeinem Land zentralisiert ist, bringt das Probleme für die ganze Welt mit sich. Und ich denke mal, da sind die Unternehmen dabei, ihre Strukturen an neue Verhältnisse anzupassen. Wenn sie ihre Tochtergesellschaften im Ausland weiterhin finanzieren müssen, dann sollten sie überlegen, ob sie bestehende Avallinien, die sie von ihren Hausbanken zur Verfügung gestellt bekommen haben, nicht dafür benutzen, um im Ausland Kreditbesicherungsgarantien gegenüber Banken zur Finanzierung ihrer Töchter einsetzen wollen. Das haben früher einige gemacht. Ich habe es jetzt gesehen, das erhöht sich, der Bedarf ist steigend. Das sind Produkte, die angeboten werden können. Jetzt ist Brasilien das Argentinien von morgen. Ich bin ja froh, dass Martin Jepsen danach direkt drankommt. Ich kann nur sagen, nach meiner langjährigen Präsenz hier in Brasilien, ich mag die Argentinier sehr gerne, ein hochkultiviertes Volk. Trotzdem schaffen sie es immer wieder, Persönlichkeiten zu Präsidenten zu wählen, wo man sich fragen muss, musste das sein? Das machen die Brasilianer genauso. Was ich liebe an Argentinien, das Fleisch und der Wein, das ist hervorragend, das ist unschlagbar. Und das ist das, was Argentinien wirklich gut macht. Argentinien wird wahrscheinlich diese Woche noch zum, ich weiß nicht wievielten Mal, den Default erklären, weil die Auslandsschuld unbezahlbar ist. Und das haben wir schon oft erlebt, das wiederholt sich, das sieht man in Argentinien in den Wechselkursen, in den Zinsen und, und. Aber da wieder, da ist der Martin der Spezialist. Und da ist genau der Punkt, wo ich sage, Brasilien ist nicht das Argentinien von morgen, denn Brasilien verfügt über robuste Devisenreserven und hat im Grunde positive Nettoauslandsreserven. Also die Gefahr, dass Brasilien wie in den 80er Jahren wieder einknickt, ist nicht gesehen. Auslandsverschuldung ist gering. Inlandsverschuldung, da müssen wir ein Auge drauf werfen, das ist steigend. Zum GDP gehen wir da in die Richtung 100 in den nächsten Jahren. Aufgrund besonders der jetzigen Krise, der notwendigen Unterstützungsmaßnahmen. Aber die Inlandsverschuldung ist immer handelbar. Darüber hinaus verfügt Brasilien über robuste Wirtschaftssektoren mit interessanten und enormen Exportvolumen. Und wie ich eben gesagt habe, trotz des ähnlichen Wahlverhaltens der Brasilianer in Bezug auf ihre Führer, bleibt Brasilien Brasilien, aber es wird nicht einfacher. Damit zu meinen Punkten hier, und ich möchte gleich, Bettina, wenn du es mir erlaubst, gleich ein paar Fragen
zu Brasilien, die wir schon im Vorfeld erhalten haben, beantworten. Habe ich noch Zeit? 2 Minuten? Ja, du hast 2 Minuten Zeit. Es gibt auch eine Frage hier von Roberto Gregori. Er fragt aus Campinas von der Staufen Taktika, ob du zu IM, also zu Interim Management, obere Etagen, hast du etwas erwähnt? Wie ist es mit den unteren Etagen, um die Kosten zu reduzieren? Was wird aus den unteren Etagen? Gut, zu HR bin ich eigentlich kein Spezialist. Da müsste, okay, ist auch in vielleicht Ordnung. Können wir das hier nochmal zum Philipp geben, was der sieht in seinen Gesprächen mit den Unternehmen. Deshalb bitte, sorry, das kann ich nicht, da gibt es bessere, die das beantworten können. Okay. Wir haben Fragen erhalten bereits, wie geht es weiter mit Bolsonaro? Das fragen wir uns auch jeden Tag. Allerdings müssen wir, was wir hören, ist eigentlich, dass er in Brasilia immer weiter isoliert ist. Ein Impeachment-Verfahren ist nicht auszuschließen. Er versucht inzwischen gegen seine politischen bisherigen Aussagen mit dem Zentrum des Kongresses anzubändeln, um dort mit dem Tausch von Posten und von Zugang zu, sagen wir mal, Steuergeldern, die dann entsprechend verbreitet werden können im Land, neue Partner zu finden, einzig und allein, um Mehrheiten zu finden, dass Impeachment-Verfahren nicht weitergeführt werden können. Währungsprognose, habe ich schon was zu gesagt. Dann wurden wir gefragt, wenn ich was verkaufe, wie kann ich die Zahlung sicherstellen? Es gibt Garantien und Bankbürgschaften. Eine ganz interessante Frage kam als Unternehmen in Brasilien. Wie ist der Anlagezinssatz derzeit? Der liegt unter dem Interbankensatz, also bei 2,50 ungefähr. Und da müssen noch Steuern drauf gezahlt werden. Und darüber hinaus können Ausländer im Moment in Brasilien Geld anlegen. Das geht nur, wenn man eine Steuernummer hat. Und das macht nur Sinn, wenn man sich bewusst ist. Und auch da verdient man nicht mehr als 2,5% und fährt permanent ein enormes Kursrisiko mit sich. Ja. Abschließend Perspektiven Landwirtschaft. Der Landwirtschaft geht es hervorragend. Agrarsektor boomt. Die dazugehörigen Zulieferer, sei es Düngemittel und Samen oder auch Maschinen, denen geht es generell gut. Das war's von mir zur Zeit. Vielen Dank, Martin. Ganz, ganz toll. Und wir bleiben dynamisch. Es ist toll, so einen direkten Einblick direkt aus São Paulo zu haben, mit so vielen Zahlen auch. Das ist natürlich für alle, die strategisch rechnen müssen, jetzt sehr, sehr wichtig. Ich stelle ähnliche Fragen jetzt an Dr. Martin Jepsen, direkt aus Buenos Aires, der hier auch zugeschaltet ist. Guten Tag, Dr. Jepsen. Argentinien ist ja ein wichtiges und immer wieder spannendes Pflaster. Beide Länder hängen ja wirtschaftlich auch eng zusammen. Brasilien und Argentinien hören wir ja mehrmals, haben wir jetzt gerade auch wieder gehört. Und zumindest auch was den Handel betrifft, geografisch natürlich auch. Wie sehen die einzelnen Wirtschaftsbranchen aus? Wir haben Teilnehmer heute zugeschaltet aus dem Maschinenbau, aus dem Agribusiness, aus Haircare, Chemie, Bauwirtschaft, maritime Industrie, Oil and Gas. Also es ist wirklich die ganze Palette mit dabei und natürlich auch aus Medical Devices, also die ganze Healthcare und Medizintechnik ist auch dabei. Natürlich, heute haben wir auch den 20. Mai, das ist jetzt auch eine weitere Frage. Am 22. Mai ist ja ein bestimmter Termingeschäft fällig. Da droht der Staatsbankrott in Argentinien. Das wäre nicht das erste Mal. Haben Sie da was Neues oder könnten Sie sich vielleicht infiltrieren? Wissen Sie, wie die Gespräche laufen? Nicht nur das, was in den Zeitungen steht. Sie sind ja schon ein alter Hase, sag ich mal. Und wie wird der neue Präsident neue Investitionen oder wirklich die Wirtschaft beleben können in Argentinien? So, ich bin ganz gespannt, Dr. Martin Jepsen. Vielen Dank, das ist ja eine Vielzahl von Fragen.
Ich weiß gar nicht, ob ich in der Lage bin, in meinen 8 Minuten diese zu beantworten. Aber auf jeden Fall vielen Dank dem Lateinamerika-Verein für diese Einladung. Wie ich Ihnen vorhin schon erwähnte, waren wir jahrelang Mitglieder vom Iberoamerika-Verein, also der Vorgänger vom Lateinamerika-Verein. Und das war eine sehr schöne Zusammenarbeit. Ich denke da gerne zurück an den Dr. Charles Brayon, der zweimal Geschäftsleiter dort war. Und die Gespräche mit ihm, sowohl in Lateinamerika wie auch in Hamburg, waren immer sehr, sehr bereichernd. Ich möchte mich ich werde zwar über Argentinien sprechen, aber ich muss leider oder zum Glück über Lateinamerika sprechen. Wir sind ja seit 49 Jahren in Argentinien tätig und arbeiten, haben schon in 18, 19 verschiedenen Ländern Lateinamerikas Tätigkeiten ausgeübt, über 600 Legal Entities etabliert, von Mexiko bis Feuerland, und arbeiten zurzeit mit Unternehmen, die hauptsächlich überregional tätig sind. Eine Vielzahl von unseren Mandanten, die in Buenos Aires sitzen, benutzen die Stadt Buenos Aires als Hub, auch für Uruguay, Paraguay, Bolivien, Chile und Peru, sodass wir immer wieder zwar uns stark fühlen und sollten zu Hause, aber wir müssen über den Tischrand, über den Tellerrand sehen. Eine Sache, die ich vorab erwähnen möchte, das ist die Gewichtung und die Wichtigkeit in der Achse Brasilien-Argentinien, Argentinien-Brasilien. Für uns in Argentinien ist die Zukunft und die Gegenwart von Brasilien äußerst wichtig. Es ist unser größter Handelspartner. Es ist das Land, in dem uns zwar der Fußball trennt, aber ansonsten alles Mögliche immer wieder zusammenbringt. Tausende von Argentinern besuchen die Strände und Tausende von Brasilianern kommen jedes Jahr zum Skilaufen nach Argentinien zwischen Juni und Oktober. Es sind nicht 2 oder 3, es sind Tausende. Es gibt auch über 60.000 Paare, wo der eine Brasilianer ist und der andere ist Argentiner. Und wir haben auch viele gemeinsame Sachen. Abgesehen von der Sprache, und dann haben wir dieses Mischmasch, das Portuñol, das furchtbare Kauderwelsch, wo wir beide Sprachen kombinieren. Unabhängig davon wünschen wir, dass es Brasilien gut geht, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch. Und von den schlechten Seiten oder den nicht positiven Seiten von Brasilien ist es nicht meine Aufgabe zu reden. Aber das Gute von Brasilien, das nehmen wir immer als Hinweis. Wie gesagt, es ist ein riesiger Markt, auch für uns in der PKW-Industrie, in den Werkzeugmaschinen, in den Landwirtschaft und dergleichen. Ich möchte kurz zurückkommen auf eine Zusammenfassung von verschiedenen Punkten. Nachdem ich kurz in General Motors gearbeitet hatte, vor vielen Jahren, war ich auch CFO vom größten Buchverlag. Das brachte mich im März 1971, die Firma zu etablieren, die jetzt seit 49 Jahren tätig ist. Wie gesagt, vom ersten Moment an haben wir in verschiedensten Ländern Lateinamerika gearbeitet. Der kleine Nachteil oder Vorteil ist, dass wir in 19 Ländern die gleiche Sprache haben, also Spanisch. Also das, was ich Spanisch, ein Vertrag, eine Bilanz, ein Due Diligence auf Spanisch, eine Überprüfung einer Firma, das ist dasselbe Text, den ich in Puerto Rico, in Mexiko oder im Feuerland verwende. Und das spielt für uns eine sehr, sehr große Rolle. Diese über 600 Gesellschaften, die etabliert wurden, sind von den verschiedensten Branchen. Und das bringt uns zur Möglichkeit, nicht eine Meinung zu bilden, sondern wenigstens ein Gefühl zu haben, wie die Lage ist, welche Möglichkeiten bestehen. Und ich möchte auf dieses Thema gleich wieder zurückkommen. Seit dem Jahr 2000 haben wir eine Kooperation etabliert mit der Firma Rödel, auf die wir sehr stolz sind, die sehr gut arbeitet und die sehr gut funktioniert. Ursprünglich war das mit Nürnberg, danach ging es auf verschiedene andere Städten in Deutschland. Und später kam dann, hat sich Rödel selbst etabliert in Brasilien. Und was uns auf einer Seite freut, ist, dass Brasilien nun von jemandem bearbeitet wird, der sich dort zu Hause fühlt. Denn Brasilien ist nicht ein Land, sondern ist ein Kontinent. Ein Kontinent. Und wenn man in Sao Paulo sitzt, heißt es noch lange nicht, dass man den Rest des Landes unter Kontrolle hat. Also wir haben das Gefühl, Brasilien wird mit sich selbst viel zu tun haben, viele, viele Jahre lang, bevor sie dann in andere Länder stoßen möchte. Denn
Wir können das von Argentinien aus machen, weil die Länder begrenzter sind, kleinere Wirtschaftsstrukturen sind. Aber alleine die Oberfläche, die Bevölkerung und das Ausmaß des Landes Brasilien bedarf, dass man sich dort wirklich sehr gut auskennt und sich in verschiedenen Standorten niederlässt. Wir hatten ein G20 in Argentinien im November, Ende November, Anfang Dezember 2018, was sehr erfolgreich war. Und ohne Krawalle. Wir hatten von der Erfahrung in Brasilien, in dem, was in Berlin, in Hamburg geschehen war, vorher gelernt. Und das auch anzuwenden hier. Und wir haben uns damals, wir haben unsere Firma schließen müssen, 3 Tage lang, weil wir mitten in der Stadt Buenos Aires sind. Und dann haben wir uns völlig informatisiert. Also wir sind völlig Richtung IT gegangen, sodass wir heute alle 55 Mitarbeiter jeweils zu Hause sitzen, alle im IT, und wir wissen gar nicht, ob wir überhaupt nochmal zurück ins Büro sollen. Denn die Frage von Martin Duisberg ist, stimme ich hundertprozentig zu. Aber trotzdem, irgendwann werden wir unser Büro wieder finden, was wir zurzeit nicht besuchen. Es sind heute genau 2 Monate, dass wir unser Büro, der Einzige, der dort es besucht und die Pflanzen begießt und ab und zu mal aufmacht, ist der Portier, der uns erzählt, wie das Büro aussieht. Das ist wunderbar. Ich möchte zurückkommen auf ein Thema, was wichtig ist. Und das ist nicht die Geschichte, sondern die Tatsache, dass Argentinien seit 1810 im Grunde genommen ein Stehaufmännchen ist. Immer wieder kommt es von einer Krise in die andere, von einer schwierigen Situation in eine andere. Und den Menschen, den Sie jetzt da sehen im Bildschirm, das ist jemand, der vielleicht aus Europa kommt, der nach Lateinamerika kommt, der sitzt auf steht kurz vorm Abgrund. Man kann das so interpretieren, der schaut in die Ferne, vielleicht hat er eine tolle Aussicht, vielleicht ist das Wetter gut, er ist ja nicht besonders wettergeschützt angezogen, hat einen blauen Himmel, aber trotzdem steht er kurz vorm Abgrund. Dieses Gefühl haben wir in Lateinamerika, in sehr, sehr vielen Ländern. Ich spreche jetzt nicht bewusst von Nicaragua oder von Venezuela oder von anderen Fällen, sondern in vielen anderen Lateinländern. Man weiß nicht, wann ist das Ganze zu Ende. Und immer trotzdem geht es immer wieder weiter. Es kommt immer wieder ein neuer Schub. Es kommt immer wieder eine neue Erscheinung. Zum Beispiel in diesem Moment in Argentinien ist das Lithium mit einer unglaublichen Investition. Vor 10 Jahren hat über Lithium niemand gesprochen. Heute ist es ein Must in Argentinien. Und dieser arme Mensch, der dort steht, den wollen wir mal dort stehen lassen. Aber auf jeden Fall beachten wir, man hat das Gefühl, man ist immer kurz vom Abgrund, kurz vom Untergang von der Titanic. Es gibt aber auch andere Schiffe, die weitergefahren sind. Und das hoffen wir auch auf jeden Fall in unserem Fall aufrechterhalten zu können. Weg von dieser Horrorszene. Argentinien ist ein Land mit Zyklen. Wirtschaftlich gesehen sind diese Zyklen seit dem Jahr 1810 nachzuverfolgen. Und das sind 7 bis 9 Jahre, die sich in Form einer Sinuskurve immer wieder behaupten. Ganz egal, ob es eine Militärregierung, eine politische Regierung, eine demokratische Regierung ist, links, rechts, oben, unten, spielt keine Rolle. Es sind immer wieder Zyklen von 7 bis 9 Jahren. Man muss nur wissen, in welchem Moment man richtig einsteigt. Man muss wissen, mit wem man einsteigt, wer derjenige ist, der einen die Hand gibt. Sie finden in allen Ländern Lateinamerikas die richtigen Leute, die sie unterstützen können, mit denen sie getrost ins Geschehen lassen können. Svenja kann dann von ihrer Erfahrung selbst in Ländern wie Brasilien und Argentinien uns erzählen, eine ganze Geschichte erzählen. Aber auch die Frage, should I stay or should I go? Ich habe keinen Zweifel, dass es heutzutage so ist, dass wenigstens in Argentinien should I stay. Aber auf jeden Fall sehr behutsam. Denn ich weiß nicht, wie es morgen aussehen wird. Es ist nicht ein Moment, um mich zu vergrößern. Es ist nicht ein Moment, um mich zu erweitern. Es ist ein Moment, aber da zu bleiben. Denn was ich bereits getan habe, die Ausgangsbasis, was bereits gemacht wurde, ist sehr schwer nachher aufzuholen.
Wir haben ja aus Erfahrung von unseren Mutterhäusern in Deutschland oder in Europa oder in den USA, ist es so, umso weiter die Niederlassungen liegen vom Mutterhaus, umso entfernter sind dann die Wellen. Zum Beispiel, wenn beim Mutterhaus eine Grundsatz, wie beim schönen Hochdeutsch man das nennt, eine Grundsatzentscheidung trifft und es wird am Kaffee gespart, dann heißt es gleich, ja natürlich in Australien, Südafrika oder in Chile, dann wird dann gestoppt und alles Mögliche unterbrochen. Ja natürlich, aber die Etablierung von diesen Niederlassungen im Ausland ist sehr kostspielig und ist sehr kompliziert. Deshalb kann man nicht im Hauruck-Verfahren, wie wir es als Deutsche machen, Entscheidungen treffen, die dann die entfernt gelegte Mutterhäuser treffen, weil, wie gesagt, das Etablierung dieser Mutterhäuser sehr, sehr kostspielig ist. In unserem Fall haben wir, vergessen Sie nicht, wir sind ein Immigrationsland mit 8 Millionen Spaniern und 6,5 Millionen Italiener. Ich möchte zudem mich gar nicht äußern, können Sie sich selbst vorstellen, wenn Sie als Europäer einen Spanier oder einen Italiener vor sich haben, das waren die Leute, die Argentinien stark die Einwanderungswellen waren. Und die haben uns geprägt, nicht nur in der Sprache, die wir zum Glück haben, sondern auch in der Mentalität. Und das ist die Mentalität, mit der wir heute leben müssen. Ein kurzes Kommentar zur Krise. Wie Sie wissen, ist ja Krise ein griechisches Wort, was entstanden ist, etymologisch, im Zusammenhang mit Gesundheit. Und die Krise ist die Basis der Bezeichnung, dass es gesundheitlich in der Bevölkerung Schwierigkeiten gibt. Diese Krise ist ein Dauerzustand hält, dann geht es in Richtung Katastrophe. Wir sind in Argentinien in einer starken Krise. Und das kann man auf keinen Fall, dürfte man nicht beneiden. Das muss man akzeptieren, denn man muss wissen, wie man damit umgeht. Es sind ja über 300 Unternehmen in Argentinien, alleine aus Österreich, Schweiz und Deutschland. Und das ist ein tolles Jagdgehege, mit dem wir seit 49 Jahren zu tun haben. Und die sind ja da. Es ist ja nicht ein Zufall, dass Mercedes-Benz die erste Anlage weltweit in Argentinien etabliert hat und immer noch Nutzfahrzeuge produziert. Das ist ja nicht, so aus dem heiteren Himmel gekommen. Diese Krise ist nur diejenige, die große Herausforderungen hat. Es gibt jetzt immer wieder die Möglichkeit, aus der Krise zu kommen. Aber wir haben und ich möchte das Lichtbild von Philipp benutzen, von den Wellen. Ich schließe mich den Wellen völlig an. Aber wir haben eine dritte Welle. Und da müssen wir nicht, weil wir in Argentinien eine Ausnahme sind. Und die dritte Welle ist die politische Welle. Und das macht uns die größten Sorgen heutzutage. Und derjenige, der das nicht zugibt oder der das nicht wahrnehmen möchte, der lebt in einem Joghurt. Wir haben zurzeit die Corona-Krise, die in Argentinien nicht so katastrophal ist. Denn bei 45 Millionen Einwohnern haben wir Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur 393 Tote. Prozentual ist es gering. Nur für die Armen, die gestorben sind, ist es 100%. Wie es auch sei, sind es eine sehr kleine Zahl. Das Problem ist, dass diese Corona-Krise als eine Fata Morgana dient zu all dem, was dahinter geschieht. Und das ist jetzt, ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde gewinnen werde in Argentinien. Meine Freunde habe ich schon lange, seit vielen Jahren, in allen möglichen Tätigkeiten. Ich brauche keine neuen Freunde. Ich brauche nur nicht zusätzlich neue Feinde. Aber die Wirtschaft ist schwach. Die Wirtschaft wird nach der Corona-Krise noch schwächer werden. Aber der Vorwand, diese Corona zu benutzen, um Angst und Unsicherheit zu manövrieren und damit die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, ist natürlich das Schlimmste, was wir erfahren können. Wir werden ein politisches Erwachen haben in der dritten Welle, was sehr kompliziert ist. Gott sei Dank haben wir irgendwann Mitte 2021 wieder Wahlen in Argentinien, und zwar wichtige Wahlen sowohl im Bundesrat wie auch im Bundestag. Und man sagte immer, das haben auch die Chilenen gesagt vor Jahren in der Zeit von Pinochet, dass das schlimm ist, das wird nicht, ist nicht unendlich. Irgendwann ist das der Schlimme auch mal vorbei. Und das hoffen wir auch in Argentinien.
Ich möchte ein Thema noch kurz anwählen, und das hat mit der Handhabung der jetzigen Regierung. Die jetzige Regierung in Argentinien arbeitet seit wenigstens 2 Monaten ohne dem Parlament. Eine Sache, die völlig in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in jedem normalen Land völlig unmöglich wäre. Völlig unmöglich wäre. Es gibt ein sogenanntes auf Spanisch DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia. Das ist ein Notwendigkeit- und Dringlichkeitsdekret. Also der Exekutive entscheidet über den Parlament hinaus, galoppiert über den Parlament und entscheidet Investitionen. Schwerwiegende Entscheidungen werden getroffen, die auch die 24 Bundesländer betreffen und von denen wir als Bürger keine Ahnung haben. Wir bekommen keine Informationen. Ja, Dr. Jepsen, ich finde, es ist super. Ich würde gerne, wenn Sie es erlauben, die politischen Fragen, weil wir haben auch einige Fragen zu Brasilien und so weiter, dann am Ende sammeln. Wäre Ihnen das recht? So dass noch Vilo und Rödel auch noch zum Vortrag kommen. Und ich sage jetzt schon, dass wir wahrscheinlich 10 Minuten überziehen werden. Wäre Ihnen das recht, Dr. Jepsen? Mir ist alles recht. Gut, perfekt. Recht. Und, ich bin dankbar. Das Problem ist, wenn man, und Martin Duisberg kennt das auch, wenn man in Lateinamerika ist, dann hat man auch, obwohl man Deutscher ist, hat man bestimmte Emotionen. Ja, natürlich, wir alle. Sehr schwer, dich zu bändigen. Also ich bitte um Entschuldigung und ich halte meinen Mund. Nein, es ist perfekt. Also vielen, vielen Dank für den Einsicht. Ich komme selber aus Rio und weiß genau, wie Sie sich fühlen. Ich darf das. Vielen Dank für Ihre, für Ihre Einsichten und so weiter. Das finde ich ganz toll. Ich würde gerne den Titel dieser Konferenz ansprechen. Philipp, wir hatten das natürlich auch schon kurz angesprochen. Should I stay or should I go? Das ist eine Frage. Dr. Jepsen hatte gerade auch das Mutterhaus und die Tochtergesellschaften angesprochen und sozusagen, wie die Wellen gespürt wird. Ich denke, Svenja wird auch etwas dazu sagen können, wie du da viel in Lateinamerika unterwegs warst. Aber das ist sozusagen eine Frage, die viele Gesellschaften umtreibt. Should I stay or should I go? Wie sehen diese Szenarien und die unbedingte Voraussetzung für so eine Entscheidung dafür oder dagegen aus, Philipp? Erlebt ihr Schließungen, Gründungen, Umstrukturierungen und in welchen Maßen genau? Sind es 50% Schließungen oder dann eher Zahlungsausfälle oder Verschiebungen, dieses vor sich hin rollen, 60 bis 90 Tage hatte Martin Duisberg erlebt, beschrieben. Erlebt ihr Umstrukturierungen? Was wäre deine Lösung? Philipp. Jawohl, prima. Erstmal herzlichen Dank für die Fragen und Steilvorlagen hier auch aus Argentinien und Brasilien von Martin, von den Martins, der Martin aus Argentinien und Martin aus Brasilien. Ich bringe nochmal den hier. Das passt auch gut zu der Frage hier von der Frau Rempening, die auch fragt hier, ob die Empfehlung von Herrn Jepsen für Argentinien auch für Brasilien das Stay sozusagen ist. Da komme ich dann gleich drauf. Ich leite nochmal ganz kurz ein. Ich sage es nochmal. Covid, weil es wichtig ist, das begreifen die wenigsten, Covid ist nicht der Grund, sondern nur der Anlass für eine viel größere Welle oder Wellen. Ich glaube, der Martin Jepsen hat auch schon die dritte Welle angesprochen, die kommt auch schon. Also wir reden über, ich meine, wenn wir das anfangen, dann kommen wir wirklich tief rein, aber natürlich, dieser Kontrollstaat ist sichtbar schon hinter der Rezession, aber da will ich gar nicht hin. Es geht erstmal, die Rezession zu managen und das ist ein akutes Thema. Natürlich keimt jetzt in Europa ein bisschen die Hoffnung auf. Es gibt ja so einen Reopening-Run. Ja, aber grundsätzlich muss man sich mit dieser Neuralität zurechtfinden. Ich versuche es kurz zu machen, ein bisschen Zeit reinzuholen. Diese Rezessionswelle wird im Prinzip auf makroökonomischer Ebene, Staatenebene, mikroökonomische Unternehmern und privat alles mitreißen, was nicht topfit ist. Punkt. So einfach ist das. Ne? Also wer Vorerkrankungen hat, ich meine jetzt wirklich aus Unternehmersicht jetzt gedacht, ja, Unternehmen, Geschäftsmodelle, die eh schon gekrankt sind, die veraltet sind, ja, denken Sie an Automobilindustrie, ja, Elektrocars, ne, diese Themen, die werden jetzt sich an neue Realitäten dringend anpassen müssen, ja, was auch der Martin Duisberg wunderbar gesagt hat. Und diese Gefahr ist umso wahrscheinlicher, wenn Sie sich in einer der potenziellen Covid
Verliererbranchen befinden. Und wenn man mal da schaut, wer da drin ist, dann sind das tatsächlich die traditionellen Mittelstandsbranchen, ja, also im Wesentlichen. Natürlich haben wir auch viele Mandanten jetzt in den Gewinnerbranchenbereichen, ja, aber wenn man mal schaut, hier Automotive, Manufacturing, Distribution, alles, was so im roten Bereich ist, hier links, ist tatsächlich stark betroffen, ja, und diese, das sind natürlich weltweite Themen, wie der Martin Duisberg auch sagt, die werden jetzt weltweit Liquiditätsthemen haben, weltweit Finanzierungsthemen haben, und bislang war es so, dass tatsächlich hier wir als Abschlussprüfer, Buchhalter oder Berater ja einen starken Einblick haben in die Bilanzen unserer Tochtergesellschaften hier in Brasilien, ne? Weltweit und natürlich jetzt konkret jetzt hier in Brasilien. Was sind die drei Merkmale, sag mal, die meisten Mandanten hier vereinen? Ja? Erstens, im linken Bereich, in den klassischen potenziellen traditionellen Mittelstandsbranchen, die jetzt als potenzielle Verlierer gelten werden. Zweitens, das ist strukturell bedingt, kann ich genauer erklären, wieso das ist, die wenigsten machen hier Gewinn. Und drittens, ganz offen gesagt, die meisten sind Gesellschafterdarlehen finanziert. Der Martin Duisberg hat ja schon wunderbar gesagt, warum das so ist, man hier also den Zugang zu Kreditmärkten nicht so einfach ist in Brasilien. Das heißt, konkret wurde das von den Muttergesellschaften mitgetragen. Und ich habe das schon öfter mal gesagt, aber es ist wichtig zu verstehen, das ist genau das auch wieder. Ne? Auch die Länder, die jetzt am Kranken schon waren, ja, werden natürlich verstärkt von dieser Welle mitgerissen. Ja. Das heißt konkret, was die Martins schon gesagt haben, wir müssen uns an neue Realitäten anpassen. Das dringend. Ja. Und es war nun mal so, dass man sich in Brasilien, weil der Markt attraktiv ist, relativ üppige Strukturen geleistet hat. Und das ist jetzt einfach nicht mehr nachhaltig. Ne. Das bringt mich zu der Beantwortung der Frage, should I stay oder go? Ja. Ganz konkret, ja, würde ich nochmal auf eine Sache hinweisen. Schließungsprozesse in Südamerika oder in Lateinamerika im Allgemeinen und in Brasilien im Besonderen sind wirklich nicht zu empfehlen. Sie kosten viel Zeit, Geld und Nerven. Ja. Das sind wirklich teure Prozesse, wie der Martin Duisberg auch schon gesagt hat. Da wollen sie nicht rein. Haben wir leider auch schon machen müssen. Jetzt in der Krise in den letzten 5 Jahren sind einige leider zu der Entscheidung gelangt. Ja. Aber das sind dann ganz, ganz, ganz üble und langwierige Prozesse. So, das heißt, damit haben wir die Frage eigentlich schon beantwortet. Das Go ist wirklich das letzte Mittel. Aber das Stay, genau wie Martin Jepsens für Argentinien beantwortet hat, muss man ganz behutsam machen und sich wirklich jetzt auf ein profitables Minimum trimmen, das alleine ohne Hilfe der Stammgesellschaften überlebensfähig ist. Punkt. Ja, und wer das schafft, und das muss dieses Jahr passieren, wird vermeiden, dass im nächsten Jahr eine Schließungswelle gerät. Und das wollen wir ja genau vermeiden. Ja, das wäre wirklich falsch beraten. Ja, also so gesehen, das ist im Prinzip die Kernbotschaft. Ich habe eine konkrete Case Study mitgebracht. Hier im Bild sieht man den CRO mit, das ist der Chief Restructuring Officer. Wir sind unter anderem derzeit zum Interim CFO und CRO, also Chief Restructuring Officer eines Unternehmens aus der Dachregion ernannt worden, die eigentlich zu den potenziellen Gewinnerbranchen gehören, aber trotzdem proaktiv jetzt alles runtersteuern und sich krisenfit machen. Und das sind die richtigen Gewinner, ja? Die eigentlich gar nicht so viel Not am Mann haben, aber trotzdem systematisch jetzt die Realitäten anpassen. Und ganz konkrete Beispiele, ja, sind, dass man so Themen macht hier wie Standardverlagerung in günstige Bereiche, ja, dass man Liquiditätsmanagement knallhart betreibt, dass man sich von nicht profitablen Einheiten oder Anlagen trennt, ja, Veräußerung von Teilgeschäftsbetrieben, ja, und so weiter. Darum kümmern wir uns, ja. Und was auch gleichfalls wichtig ist, aber das ist nicht das Alleinige, dass man, was jetzt hier gezeigt wird, dass man aufpasst, dass man alle Optionen, die staatlich zur Verfügung stehen, ja, also die ganzen, das kennen wir aus der ganzen Welt mittlerweile, ja, gibt es diese, ja, hier in Brasilien nennt man sie Medidas Provisorias, also diese staatlichen Unterstützungsmaßnahmen in den verschiedenen Bereichen, Arbeitsrecht, Steuerrecht und so weiter, dass man diese Themen systematisch bearbeitet, ja, und sich da gut beraten lässt, ja, dass man wirklich auch alles ausgeschöpft hat. Es gibt auch, das sind ja, was wir machen hier als Kerngeschäft, wir können ja nur die Defensive beraten, ja, wir gucken, dass wir die Kosten flexibilisieren, ja, mit Outsourcing und so weiter, dass man entsprechend von den ganzen Overhead-Kosten, das war ja auch ein Thema hier, eine Frage war ja gewesen, das kann ich vielleicht auch schon beantworten,
Wie sieht es mit der zweiten, dritten Reihe aus? Das sind ja genau die Themen. Im Overhead alles flexibilisieren. Also die Mandanten gehen jetzt alle Richtung Outsourcing. Man kann einen Controller outsourcen, man kann einen Steuerleiter outsourcen, man kann die Personalberatung outsourcen, ja, also all Personalwesen outsourcen, all diese Themen raus und flexibilisieren und schlanke eigene Strukturen behalten, ja. Und das ist ja die Defensivthemen. Es gibt aber auch Offensivthemen. Ich will nur ein Stichwort nennen, ja. Zum Beispiel durch die BNDES Entwicklungsbank gibt es die Chance, zum Beispiel Umsatzkompensation für Einbrüche zu bekommen. Aber das ist sehr kompliziert und bürokratisch, wie alle diese Themen, die ich anspreche. Da müssen Sie sich wirklich ganz genau beraten lassen und genau prüfen, inwieweit das möglich ist. Ja. Was ich jetzt mache, letztes Thema, damit wir hier abkürzen. Ich kann leider jetzt nicht mehr auf die ganze Liste eingehen. Ich habe die jetzt wirklich mal zusammengestellt. Sie kriegen die Präsentation. Wir haben bewusst jetzt mal alle derzeitigen Möglichkeiten hier auf einer Folie für Sie zusammengefasst. Was ich machen werde, ist jetzt, um die Zeit abzukürzen, für alle Teilnehmer und für die LAV-Mitglieder, die diese Präsentation erhalten werden, werden wir ein kostenloses Beratungsgespräch anbieten, um zu checken, dass Sie wirklich alle diese Medidas Provisorias in Brasilien schon genutzt haben. Ja, bitte nutzen Sie das. Ich habe hier auch als Kontakt hier mit reingepackt, bewusst ausgewählte Kollegen aus meinem 100-Mann starken Team hier, Mann und Frau starken, sorry Svenja und Bettina, Mann und Frau starken Team hier in Brasilien. Und die meisten sind übrigens auch Damen in unseren Führungspositionen hier. Und das sind die Manager aus meinem Beratungsbereich, die entsprechend sich für die einzelnen Expertisebereichen, die sie brauchen, Steuerrecht, Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht, kümmern. Und bitte rufen Sie uns an, rufen Sie mich an, ich leite es auch gerne weiter und wir machen gemeinsame Calls. Ja, mir geht es darum, dass Sie einmal kostenlos einmal beraten werden, dass Sie wirklich an alles gedacht haben für den Stand heute. Wenn Sie das nicht gemacht haben, werden wir Sie nächstes Jahr mit hoher Wahrscheinlichkeit, wenn Sie nicht zu einer Gewinnerbranche gehören, dann vielleicht schließen müssen. Das möchte ich vermeiden. Das ist mir am Herzen. Das war meine letzte Botschaft. Und jetzt noch zum letzter Botschaft von mir als Übergabe zu Frau Ahlburg. Es gibt ja auch Lichtblicke. Es gibt ja auch Unternehmen, die schon viel weiter schauen. Also hinter die dritte Welle, die von Dr. Jepsen besprochen worden ist. Und klug sind und wissen langfristig, wenn sie ihre Hausaufgaben gemacht haben, das hat mich Vilo schon gemacht, das wird sie gleich zeigen, alles schon strukturiert haben auf genau diese, sagen wir mal, allein überlebensfähigen Strukturen, dann denken die schon weiter und überlegen, hier strategisch, antizyklisch zu investieren. Und das ist sehr klug, das sind die richtigen Gewinner. Die denken schon über den Horizont hinaus und langfristig macht das durchaus Sinn, denken sie nur an den Wechselkurs. Ein Euro kann bald 7 real bedeuten. Denken Sie mal an die Kaufkraft. Also, letzte Botschaft dazu, dann Svenja, zeig mal bitte, was ihr damit gemacht habt mit der Kaufkraft. Sehr gerne. Danke schön für die Anmoderation. Genau, super. Und jetzt kommt die Praxis. Wir sind alle ganz gespannt. Svenja Ahlburg von Vilo, Wasserwirtschaft, nicht wahr? Und du fährst ja seit einer Weile ein neues Programm für Vilo, so Vamos Latam. Genau, und kannst bestimmt etwas erzählen zu verschiedenen Themen, die jetzt schon angefragt oder angesprochen wurden. Es geht um die Umsetzung, die Praxis. Wir alle hängen an Lateinamerika mit dem Herz und Seele und sind emotional. Aber wie sieht das in den Kosten und Konten und Struktur aus, Svenja? Was möchtest du uns erzählen? Ja, erstmal vielen Dank für die Anmoderation und für die tolle Organisation. Ich versuche das in Anbetracht der Zeit einmal ganz kurz zusammenzufassen, einen kurzen Einblick zu geben in das Restrukturierungsprojekt, was wir bei Vilo in einem Zeitraum von 1,5 Jahren bis Ende 2019 durchgeführt haben. Denn das Ergebnis dieses Restrukturierungsprojekts war letztendlich die Entscheidungsgrundlage, ob wir als Vilo in Lateinamerika bleiben oder nicht. Vielleicht ganz kurz, wer ist Vilo überhaupt? Wir sind Hersteller von Pumpen und Pumpensystemen. Philipp, wenn du eine Folie weitergehen magst. Gerne. Danke. Wir bewegen Wasser in der Gebäudetechnik, in der Wasserwirtschaft, also alles, was Wasserversorgung, Abwasserentsorgung ist und in der Industrie. Wir waren früher ein klassisches mittelständisches familiengeführtes Unternehmen, was inzwischen aber relativ groß geworden ist, weltweit 8.000 Mitarbeiter in 90 Ländern mit einem Umsatz von ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Ich kann gleich verraten, der Anteil von Lateinamerika an dem Gesamtumsatz ist noch relativ gering, aber wir sind davon überzeugt, dass das in Zukunft auch besser werden kann. Wie sieht unser Setup in Lateinamerika aus?
Wir sind in 3 Hauptstandorten vertreten. Philipp, du darfst gerne wieder weitergehen. In Mexiko, Brasilien und in Argentinien. Wir haben eine relativ kleine Struktur. Wir sind nur 50 Mitarbeiter, obwohl wir schon seit 1997 vor Ort sind. Das liegt dem Fakt zugrunde, dass sich Velo einfach lange Zeit auf Asien, auf Osteuropa konzentriert hat und Lateinamerika so ein bisschen vernachlässigt hat. Argentinien und Mexiko dienen gleichzeitig auch als Plattform, also als administrative Verwaltungsplattform für die umliegenden Länder. Und Brasilien aufgrund seiner besonderen Eigenschaften und Größe des Marktes ist so ein bisschen isoliert zu betrachten. Wie Sie sehen können, haben wir keine eigene Produktion in Lateinamerika. Das haben wir natürlich auch in Zeiten von Corona deutlich zu spüren bekommen, was mir aber in meiner Arbeit eigentlich hilft, denn so kann ich mehr Druck darauf ausüben, dass wir hier an der eigenen Wertschöpfung wirklich was ändern müssen, um da zukunftsfähiger handeln zu können. Wir wurden in allen Ländern Lateinamerikas, bis auf wenige Ausnahmen, in der Corona-Krise als systemrelevant eingestuft, aufgrund der Bedeutung von Wasser natürlich. Das hat uns hier geholfen, in der Krise weiterarbeiten zu können und hoffen auch, dass sich das so schnell nicht ändert. Warum mussten wir überhaupt restrukturieren, Philipp? Ja, danke. Das hat ganz simple Fakten eigentlich zugrunde. Wir haben über viele Jahre hohe Verluste eingefahren. Man ist mit einer sehr großen Erwartungshaltung, besonders in Brasilien, gestartet in 2013. Wie wir alle wissen, kam dann 2014 relativ schnell die Krise und die Erwartungen wurden enttäuscht. Wir hatten einen überdimensionierten Headcount, viele ineffiziente interne Prozesse, sodass das Ganze nicht wirklich funktioniert hat. Man hat aber auch nie richtig hingesehen, denn Lateinamerika war weit weg. Es war an Nordamerika angebunden. Das heißt, man hat gar nicht so richtig mitbekommen, was da eigentlich in Lateinamerika passiert, bis man dann irgendwann gesagt hat, so, jetzt reicht's mit den Verlusten, wir müssen was ändern. Und dann kam eben dieses von Bettina angesprochene Vamos Latam Restrukturierungsprojekt und wir haben einzelne Maßnahmen getroffen, insbesondere eben in Mexiko, Argentinien und Brasilien, wobei ich sagen kann, dass Brasilien immer das Land war, was uns die größten Kopfschmerzen bereitet hat. Wir haben unseren Headcount reduziert. Wir haben ein unglaubliches Ungleichgewicht gehabt zwischen Vertrieb und Administration. Natürlich weiß man, man muss in Brasilien und Argentinien mehr Mitarbeiter als in anderen Ländern in der Verwaltung haben, weil die Prozesse einfach bürokratischer sind. Trotzdem war das sehr unausgeglichen. Das haben wir geändert und wir haben auch einen sogenannten Commercial und Financial Director Approach eingeführt. Das heißt, wir haben den Geschäftsführer outgesourced, weil wir gesagt haben, es gibt gar nicht so viel zu verwalten. Unsere Umsätze waren so gering, was soll der Geschäftsführer mit so viel Verwaltung sich beschäftigen? Lass uns auf Sales konzentrieren, das ist das, was wir wirklich brauchen und haben eben diesen Commercial Director eingestellt und einen Financial Director, dass sich auch das Sales-Team überhaupt nicht mit dem ganzen Finanzkram in Anführungsstrichen beschäftigen muss. Auch haben wir die Buchhaltung und weitere Teile der Finanzabwicklung outgesourced, um da wirklich eben den Fokus auf den Vertrieb zu setzen. Ein Punkt, der manchmal ein bisschen belächelt wird, ist das Thema Cost-Cutting. Natürlich, Personalkosten wurden gekürzt, aber wir haben wirklich alles unter die Lupe genommen. Sei es Internetanbieter, Handyverträge, Leasingverträge, alles, was wichtig war, auch als, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren. Denn das Geld kam ja bis dato immer. Das heißt, wir mussten da auch den Mitarbeitern deutlich machen, es findet eine Veränderung statt. Entweder wir machen das jetzt zusammen und nehmen alle Kosten in den Griff oder es wird so nicht weitergehen. Ein weiterer Punkt war die Implementierung des Plattform-Approaches in Argentinien und in Mexiko. Wir wissen, Argentinien ist kein einfaches Land und um da eben diese unsichere makroökonomische Lage auszugleichen, haben wir gesagt, wir haben die qualifizierten Leute in Argentinien, die wollen wir gerne behalten, aber wir müssen das durch Umsätze in umliegenden Ländern ausgleichen. Und das ist eigentlich, was wir dann geschaffen haben, so eine Plattform eben in Argentinien, aber auch in Mexiko, wobei Mexiko dann natürlich für Zentralamerika und die Karibik zuständig ist. Letztendlich haben diese Maßnahmen dazu geführt, dass wir Ende 2019 zum ersten Mal in der Geschichte von Velo positiv waren. Ich kann gleich dazu sagen, wir sind natürlich nicht in einer Komfortzone und auch wir haben uns das anders vorgestellt, als wir dann 2020 gestartet sind, dass sich das positiver entwickelt. Aber auch wir stehen dann natürlich jetzt vor einer großen Herausforderung. Was ich aber nicht missen möchte zu sagen, Philipp, eine Folie weiter bitte. Ja. Nochmal das Plus, was sehr wichtig war. Es war aber auch wichtig zu sagen, nicht nur als Signal an den Markt, sondern auch an unsere Mitarbeiter, dass wir nach diesem ganzen Restrukturierungsprozess auch ein bisschen investieren müssen.
Denn so wie es, wie wir bisher unsere Geschäftsaktivitäten geführt haben, wussten wir, dass wird das Wachstum begrenzt sein und vor allem die Profitabilität nicht gewährleistet sein. Das heißt, wir haben in unsere vorhandenen Strukturen in Brasilien ein bisschen investiert, um unsere Wertschöpfung zu erhöhen. Ich habe es auch gerade schon in den Fragen gesehen, da kam immer wieder das Thema auf, Importzölle mit dem Ziel, die Wertschöpfung so zu erhöhen, dass man dieses Zertifikat, Ursprungszertifikat für den Mercosur bekommt, um eben Erleichterungen auf Zölle und Steuern zu haben und aber auch um die Exportaktivitäten aus Brasilien heraus anzukurbeln. Ein weiteres Thema, ich hatte gesagt, wir hatten interne, sehr ineffiziente Prozesse. Das heißt, die Supply Chain war überhaupt nicht auf die Bedürfnisse angepasst. Wir sind jetzt dabei, ein Zentrallager in Uruguay zu implementieren, um eben die die Supply Chain zu verbessern. Wir importieren in Argentinien, Brasilien aus unseren Standorten weltweit. Und das lief normalerweise, Argentinien hat in Korea bestellt und eine Woche später hat Argentinien in Korea bestellt. Das lief in zwei Schiffen, in zwei Sendungen. Das hat wenig Sinn gemacht. Das heißt, wir zentralisieren das Ganze jetzt in Uruguay und starten dann den Export aus Uruguay heraus in die umliegenden Länder. Wenn ich jetzt gefragt werde, should I stay or should I go? Ich kann definitiv sagen, hätten wir dieses Restrukturierungsprojekt nicht durchgeführt, müssten wir jetzt gehen. Das ist ganz klar. Jetzt bin ich der Meinung, ja, wir bleiben, aufgrund eben dieser Maßnahmen, die wir da getroffen haben. Und wir haben es gerade schon mal gehört, was ich wirklich wichtig finde, ist eben dieses antizyklische Denken. Natürlich muss man mit Vorsicht und Bedacht jetzt handeln. Man kann keine großen Aktivitäten oder großen Investitionen tätigen. Aber man muss auch bedenken, dass es viele Verliererbranchen gibt. Das heißt, der Wettbewerb wird geschwächt werden durch die Situation. Und wenn man selber jetzt kleine Strukturen hat und langsam anfängt, ein bisschen zu investieren, glaube ich, ist man gut aufgestellt für das alles, was nach dieser Krise kommt und kann sich Wettbewerbsvorteile verschaffen. Deswegen ein klares Stay von meiner Seite aus. Sehr schön, toll. Wir wurden auch vorher gefragt, Svenja, zur Kurzarbeit oder zu Maßnahmen, jetzt in der Corona-Krise, gibt es in Argentinien oder Brasilien Maßnahmen oder Hilfsprojekte, Pakete, Finanzierungen, Steuererleichterungen, Rollings, die ihr wahrgenommen habt? Haben die funktioniert oder sind die echt? Ja, also ich kann es vor allem jetzt gerade für Argentinien sagen, die haben funktioniert. Ich glaube, es ist zum ersten Mal, dass wir wirklich was vom argentinischen Staat zurückbekommen haben. Aber es hat tatsächlich funktioniert. Wir haben, oder der argentinische Staat hat ein Nothilfeprogramm ins Leben gerufen, das beinhaltet, dass 20% der Gehälter eben vom argentinischen Staat bezahlt werden. Das geht sogar bis 50%. Das hängt davon ab, wie groß die Unternehmensgröße ist und der Umsatz. In unserem Fall sind eben 20% durch den Staat gedeckelt. Und auch gab es einen gibt es jetzt die Möglichkeit, die Zahlungen für Sozialabgaben um bis zu 60 Tage aufzuschieben. Und diese 20% Zahlung auf die Gehälter, da gab es die erste Zahlung im April. Und Stand der Dinge momentan ist, dass das noch bis Juni so weiter fortgeführt wird. Super, vielen Dank. Danke für diese Einschätzung und für den Bericht direkt aus der Praxis. Tausend Dank. Also wir sind natürlich, es ist 4:08 Uhr. Hier in Deutschland. Wir haben die 60 Minuten. Trotzdem, ich sehe, es sind noch 230 Personen anwesend mit 60% des Fokus auf uns. Und ich würde dann trotzdem noch versuchen, ein paar Fragen zusammenzufassen. Einmal erstmal in die Richtung Wirtschaft würde ich gerne, ich weiß nicht, Orlando, vielleicht traust du dich, du kommst ja auch teilweise aus dem Pharmabereich und Lebensmittelbereich und so weiter. Es gab Fragen, die immer wieder Lateinamerika und Import und Importeure, Exporteure beschäftigt und die ist natürlich, was Protektionismus betrifft, sei es jetzt Steuererleichterungen, Möglichkeiten, vielleicht kann Svenja auch etwas dazu sagen zu euren Pumpen und Geräten. Was sind die Tendenzen? Also wie wird Local Content gehandelt im Moment? Was ist vielleicht die Perspektive? Gibt es Unterschiede zu Medical Devices oder nicht? Und zu Steuern? Das betrifft dann später natürlich auch den Mercosur, aber das würde ich dann auch erstmal aufteilen. Wer traut sich zuerst? Orlando, traust du dich? Ja, oder also Svenja? Ich kann da was Kleines dazu sagen. Also es ist normal, wenn solche Krisen kommen, dass protektionistische Tendenzen von der Politik aufgezeigt werden.
Aber oft verpuffen die ziemlich schnell, weil natürlich, man weiß, Protektionismus führt zu höheren Kosten und das kann sich keine Wirtschaft im Prinzip lange leisten. Das heißt, es kann kurzfristig kommen, es kann bei Staatsaufträgen und solche Sachen zu protektionistischen Maßnahmen kommen. Aber meine Erfahrung und mein Denken ist, dass sich das meistens nicht lange hält. Dass das sich nicht lange hält, das ist dann kurzfristig. Man hört ja auch hier in Europa immer wieder von Politikern, die gesagt werden, dass wir eben Produktion von wichtigen Produkten nach Europa zurückholt. Wer wird das dann kaufen? Ohne Subventionen geht es nicht, würde es nicht gehen. Daher, das sind eher politische Maßnahmen, die dann die politischen Gedanken, die kommen, die sich aber schwer nachher halten können. Daher denke ich das nicht. Ich denke, ich habe gesehen, dass in ein paar Fragen zu Medical Devices, ich glaube auch von meiner Erfahrung, dass wenn man jetzt auch was gründet und wie Philipp und Martin schon gesagt haben, wenn man vorsichtig ist und weiß, wie man es macht, sich gut beraten lässt, etc., ist es ein guter Zeitpunkt zu investieren. Der Wechselkurs ist geeignet. Es wird in vielen Sachen Platz geben, sich zu entwickeln, weil natürlich die Krise wird einige Firmen wegbringen vom Markt und da wird Platz geben. Das heißt, es ist ein guter Moment zu investieren, wenn man es richtig macht. Und da muss man halt die Hoffnungen und die Zeit und sich gut beraten lassen von heute Leute, die Erfahrung haben in Lateinamerika. Weil man, in Lateinamerika zu investieren, ist nicht das gleiche wie in der Schweiz oder in Österreich zu investieren als deutsches Unternehmen. Und da muss man halt das vorsichtig machen, gut. Aber ich glaube, in solchen Krisen bestehen auch viele, viele Möglichkeiten. Gut, sehr schön. Svenja, möchtest du etwas ergänzen aus der Praxis jetzt? Ist, glaube ich, schon von Orlando alles abgedeckt. Ist beantwortet, genau. Und es kam eine Frage auch direkt an dich sozusagen. Ist Argentinien oder Mexiko so ausgewählt? Ist das traditionell gewachsen? War das Entscheidungen, die vor deiner Zeit gekommen sind? Und warum jetzt Argentinien und Mexiko? Ist das vielleicht geografisch oder der Markt? Also Argentinien kam durch eine Akquisition, die in oder in Frankreich getätigt worden sind. Und da hatte eben der französische Konzern damals schon diese Struktur in Argentinien. Also so kam der Markteintritt in Argentinien. Und Mexiko hat man natürlich eigentlich auch, insbesondere um Zentralamerika auszurollen. Und der Pumpenmarkt in Mexiko ist einfach enorm groß. Und da hat man sich aber auch erst 2015 tatsächlich so entschieden. Also zwischen 97, wo wir in Argentinien angefangen haben, bis zu den nächsten Aktivitäten ist sehr viel Zeit vergangen. Also bis 2013, bis zu den Investitionen in Brasilien, ist da lange, lange nichts passiert. Gut, dann vielen Dank, Svenja. Jetzt wollte ich noch eine ganz kurze, ich möchte drei Wörter haben zum Mercosul-Abkommen. Einmal von Orlando bitte und einmal aus Argentinien, Buenos Aires, Dr. Jepsen. Wie schätzen Sie das ein? Also der Ball liegt eigentlich auf europäischem Feld. Argentinien hat gesagt, ich habe jetzt gerade keine Zeit, darüber zu sprechen. Oder ist das wirklich ein tatsächlicher Ausstieg? Wie sollte man das einschätzen? Ganz kurz, vielleicht vier Wörter. Schaffen Sie das? Dr. Jepsen vielleicht zuerst? Vier Wörter weiß ich nicht, aber Mercosur ist ohne Zweifel ein sehr wichtiger Posten, der dummerweise von der jetzigen Regierung nicht so betrachtet wird, wie es notwendig wäre. Für uns wäre es sehr wichtig, dass die EU und der Mercosur zusammenschließt und funktioniert. Dass das eine hundertprozentig nicht wirtschaftliche, sondern politische Ausgangsbasis, die wir auf keinen Fall befürworten können. Und ich möchte abschließend noch sagen, ich schließe mich den Wörtern von Philipp an. Ich sehe es aufgrund von den Vielzahlen. Ich habe auch in der Zwischenzeit mehrere Mails bekommen. Vielen Dank. Wir sind gerne bereit, diese Fragen und diese Mails auch zu beantworten, die spezifisch zu Argentinien zu tun haben. Vielen Dank. Sehr schön. Orlando? Noch kurz zum Mercosur. Also wir arbeiten sehr eng hier mit der deutschen Regierung zusammen. Was den Mercosur-Abkommen ist. Wir unterstützen das Bundesministerium für Wirtschaft eng. Es ist jetzt mit im Plan der deutschen Präsidentschaft, Ratspräsidentschaft der EU mit drin, als Teil des seines Vorhabens in den 6 Monaten. Wir denken, dass die
Probleme, die in Europa gibt, von einigen Ländern wie Österreich, zum Teil Frankreich, Polen oder Irland, man das aus dem Weg räumen kann. Gerade ist eine Möglichkeit, durch eben die Finanzierung, die Europa braucht, gibt es Verhandlungsspielraum, das durchzubringen, und Deutschland ist sehr stark interessiert. Wir haben aber ein großes Problem, organisatorisches Problem. Das Abkommen der Europäischen Union mit Mexiko ist gerade auch ausverhandelt worden, es ist fertig. Und beide Verträge durchzubekommen in den 6 Monaten wird es sehr, sehr schwierig sein. Die Übersetzungsarbeit eines solchen Vertrages dauert normalerweise 4 Monate und man schafft die 6 Monate galt nicht 2. Deswegen besteht doch etwas Risiko, dass das Mercosur-Abkommen darunter leidet, weil das Mexiko-Abkommen halt einfacher von der Struktur ist. Wir sind aber weiter da und ich glaube, es ist wichtig für alle Unternehmer, die mit der Region zu tun haben oder mit bilateralen Handel und Investitionen, dafür kräftig zu werben. Es ist ein sehr wichtiger Vertrag, es würde sehr vieles erleichtern, es würde auch ein Signal in diesem Moment losgeben, also es ist schon sehr wichtig. Innerhalb des Lateinamerika-Tages im September werden wir das Thema auch stark behandeln. Also es ist schon wichtig, dass wir da weiter aktiv bleiben. Sehr schön. Vielen Dank für diese beiden Einschätzungen live aus der Front sozusagen fast. Vielen Dank. Ein letzter Kommentar oder zwei. Einmal der Hinweis, wir haben im September unsere jährliche Konferenz, 23. und 24. September, der Lateinamerika-Tag, der wird stattfinden, komplett digital, komplett vor Ort, vielleicht persönlich oder halbe-halbe. Wir wissen es noch nicht, aber wir werden es stattfinden lassen. Das ist nochmal eine super Plattform für Austausch wie der jetzige hier. Und dann haben wir auch im Juli eine virtuelle Messe zu Lateinamerika, wo man selber Stände besuchen kann, live, digital live. Lassen Sie sich überraschen, da werden wir auch noch auf Sie zukommen. Und aber abschließend wollte ich auch nicht die Politik außen vor lassen. Es gab viele Fragen dazu. Nochmal vielleicht 4 Wörter aus der Front São Paulo, Martin Duisberg und Philipp. Ganz kurz einmal moderate Kräfte oder nächste Kräfte für die Wahl 2022, sei es Centrão, Mourão oder mögliche Kandidaten. Ich weiß, es sind noch 3 Jahre bis dahin, aber man sieht im Moment, dass Brasilien das auch beschäftigt mit den kommunalen Wahlen Ende des Jahres und dann noch 2022 und auch noch zu den Reformen. Geht es weiter oder nicht? Und hat Gejis seine alte Kraft immer noch wieder oder doch nicht? Wer traut sich da etwas zu sagen in 4 Wörtern, bitte? Wir haben 16.17 Uhr, aber wir haben noch 200 Anwesenden. Ich fange mal an. Der Gejis hat sicherlich seine Kraft verloren und wir müssen abwarten, bis wann er überhaupt noch dabei ist. Die entsprechenden Reformen, die er vorhat, glauben wir eigentlich, dass er die nicht mehr durchführen kann. Der Bolsonaro ist seit Antritt seines Amtes im Wahlmodus und entgegen seiner vorherigen Versprechungen. Und die Verbindung jetzt mit dem Zentrum im Kongress wird sicherlich nicht dazu führen, dass er zügig da entsprechende Reformen durchziehen wird. Für den nächsten Kandidaten oder für die Kandidaten bei der nächsten Präsidentschaftswahl, das bleibt abzuwarten, ob dabei wieder der Kampf links gegen rechts auftritt, wie in der Vergangenheit, oder ob die Mitte mit Intelligenz zu einem Konsenskandidaten kommen könnte, der dann sicherlich die besten Chancen hätte, gewählt zu werden. Das war es dazu. Danke, Martin, für dass du dich traust, finde ich super. Philipp, möchtest du das ergänzen oder auch noch was hinzufügen? Ich hatte ja auch schon hier im Chat bei einigen geantwortet. Also ich also aus Zeitgründen verhalte ich mich mal ausnahmsweise diplomatisch und beteilige mich nicht an irgendwelchen politischen Spekulationen. Also.
Sehr schön. Es war natürlich oder es ist natürlich ein Blick in die Kristallkugel. Das ist das gleiche mit dem Wechselkurs oder ähnlich, aber dann natürlich auch politisch. Vielen, vielen Dank. Also ich bedanke mich ganz herzlich an alle Teilnehmer und natürlich möchte ich mich ganz herzlich bei unseren Referenten heute sehr für die Kompetenz und für die Hingabe und auch für das Herz bedanken. Ich denke, es war sehr interessant für uns alle. Ich hoffe, wir sehen uns noch ganz oft virtuell oder dann auch irgendwann mal persönlich. Ich finde es fantastisch, dass die Technik so etwas hergibt, über die alle Kontinenten sich so live zu verständigen. Ich hoffe, alle konnten perfekt zuhören. Und genau, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr? Tschüss, nicht wahr? Mutter Begade. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, alle kriegen die Aufzeichnung und PowerPoint. Und kommen Sie einfach auf uns zu. Die E-Mails wurden zwischendurch auch eingeblendet. Beehren Sie uns bald wieder. Bleiben wir in Kontakt. Okay. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss an alle. Danke. Ciao.